Okay. Nicht schon wieder. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Little Neighbors Nightmares. Wir waren doch schon hier. Wir haben doch aufgeschlossen. Muss ich das nochmal machen? Ja, muss ich. Ja, dann machen wir das mal ganz fix. Ich schleiche schon mal hier. Ne? Haben wir auf jeden Fall nichts zu befürchten. Ja, das Herz pockt, ja, ich weiß. Aber hier passiert erstmal nichts. Ah, die Figur haben wir schon kaputt gemacht. Sieht man da. Sagen, schmeißen wir die Vase um. Sollte ja relativ schnell gehen. Ist auf jeden Fall sehr schnell weg. Muss man einfach sagen. Hier ist schon komplett raus. Na komm. Sehr schön. Jetzt ist die Kamera übrigens wieder standard. Ich habe sie gerade die ganze Zeit mitgezogen. Ein bisschen zu gucken, ob die vielleicht doch noch irgendwo sein könnte. Weil wir hatten ja bei der letzten Folge ein bisschen länger gewartet. So. Aber jetzt. Jetzt geht's weiter. Ah, komm. Erstmal zum Schloss. Sehr schön. Okay. Hier sind überall Puppen. Überall. Okay. Das war wahrscheinlich dann die Frau. Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher, soll ich rennen? Ich renn mal. Hoho. Alter. Geht's hier weiter, irgendwie um eine Ecke oder so? Die wird bestimmt wiederkommen. Okay. Ich hätte nicht mehr spielen sollen, Leute. Da ist das schon. Okay. Überall zerbrochene Spiegel. Okay, ein Augenmerk liegt auf jeden Fall auf den kaputten Spiegel hier und auf dieses merkwürdige Gerät. Haben wir kurz umschauen. Außer wir sollten gar nicht hier rein. Dies ist nur wieder ein Raum.
Ja, der uns so ein bisschen ablenken soll. Augen. Geh mal weiter. Wir schauen uns mal so ein bisschen um. Boah, ist sehr dunkel. Sehr dunkel. Überall Augen. Ganz viele Puppen. Ich sag mal so, ein Hauptaugenmerk liegt jetzt hier drauf. Ist direkt mittig. Hallo. Ich warte jetzt darauf, dass sich das Auge bewegt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie scheint es hier nirgendwo irgendwie was zu geben. Hier kann ich auch nichts aufnehmen. Schon merkwürdig, wenn alle Spiegel zerstört sind. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ah, ich schwinge gerade einfach mal gerne die Kamera mit rum. Einfach nur schon mal, um ein bisschen Vorabinfo vielleicht zu haben, wenn hier irgendwas rumläuft. Die Puppe hier vorne, boah, ja, Schrecken eingejagt. Okay, hier kommen wir auch nicht hoch. Ah, vielleicht hier. Hier ist ein Regal. Auch nicht. Okay, was ist hier hinten? So ein Schrank. Also zurück will ich auf jeden Fall schon mal nicht. Weil dann muss ja irgendwie hier was zu machen sein. Irgendwie was aufzuheben, was zu benutzen oder sowas. Aber wir gucken mal hier. Diese Ecke hatten wir ja noch nicht, die Seite. Ob hier vielleicht irgendwie was ist. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie auf den Schrank springen. Aber anscheinend ist hier was drunter. Nö. Okay, den Stuhl können wir nicht schieben. Zu machen, okay. Ist echt blöd, ich stehe jetzt echt auf dem Schlauch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier ist nichts zu verwenden, nichts zu. Warte mal. Kann ich hier vielleicht. Hochklettern geht auch nicht. Es ist echt Katastrophe. Kann ich vielleicht die Dinger hier wegschieben oder so? Ne, ist auch nix. Ich dachte, vielleicht kann man die wegschieben, dahinter ist ein Loch oder so, dass man mal da durchgehen kann, aber leider nicht.
auch nicht. Dem bestimmt vors Auge. Da steht sie. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Wir gehen einfach mal. Komm. Okay. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Aber wieso sieht man meine Maus jetzt eigentlich? Egal. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ups, das sollte nicht passieren. Wenn ich jetzt schleiche. Ich kann nicht schleichen, okay, alles klar. Dann gehen wir weiter, komm. Bleib mal hier. Okay, wir dürfen nicht im Schatten stehen bleiben. Alles klar. Alles klar. Ich dachte übrigens ja am Anfang, das wäre schon irgendwie sowas, wo er was drauflegen würde, wie eine Kette oder sowas. Oder ein Hut oder so, dachte ich. Aber was ist das eigentlich für ein Ding? Keine Ahnung. Wir laufen jetzt erstmal hier ins Licht. La 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 la. So, erstmal hier entlang. Gehen wir weiter. Okay. Ich glaube, ich verstehe gerade nicht den Sinn. Ja gut, dann machen wir das einfach noch weitere Viertelstunde, dann haben wir die Folge voll. Alles klar, okay. Das Problem ist, ich habe mein Licht hier an, seitlich, damit ich so ein bisschen überhaupt was sehe im Arbeitszimmer. Und das ist ein Problem, denn ich sehe zu viel. Nicht. Ich bleib mal hier. Ah! Das musste ich machen. Okay, okay, okay. Und wo kommt's jetzt? Alles klar, alles klar, alles klar. Jetzt wahrscheinlich in die Mitte laufen, richtig? Ich renne mal nach da. Jetzt kommt die wahrscheinlich von vorne. Komm! Das sollte, glaube ich, das letzte Mal gewesen sein. Doch nicht. Scheiße. Weiter zum Tisch. Nein. Okay, dann nicht weiter zum Tisch. Gut. Nee, das hatte ich am Anfang ja versucht, im Schatten, einfach mit dem Spiegel auf sie. Aber, ich glaube, sie sollte sich nicht selber im Spiegel sehen, sondern vom Licht einfach mal getroffen werden. Okay, es wird auf jeden Fall schon mal vier Stellen geben. Drei Stück können wir jetzt. Erstes ja hier. Kommt die von da?
Nummer 1. Hau ab, hau ab. Steh auf, kleines Männchen, steh auf. Rüber. Schon mal wenden. Nummer 2, sehr schön. Komm, komm, nimm. Schön in die Mitte. Vielleicht müssen wir zurücklaufen. Jetzt wird es erstmal so wusch, wusch machen. So hin und her latschen. Da war sie. Da ist sie gewesen. Jetzt bist du sofort. Hä? Was? Ich hab doch. Der Spiegel war doch auf sie drauf. Was? Was? Ich hab den Spiegel doch drauf gehalten. Was? Hä? Was? Okay, verstehe ich nicht. Egal. Ich dachte, wir werden jetzt das vielleicht nur überleben, aber dann zum nächsten kommen und da wieder abkacken. Weil wir da erstmal wissen müssen, wo dann das Licht ist. Naja, egal. Weil hier gibt es irgendwie 3 Lichtpunkte nur. Komm her, komm her, komm her. Schön mittig, habe ich genug Platz. Wo ist die weiße Maske? Da ist die weiße Maske. Hallöchen. Dankeschön. Fürs Reingucken. Einmal mitnehmen, einmal nach da latschen. So. Ja, ist ja gut. Alles ist gut. Und nächste Position ist hier. So, einmal wusch, zweimal wusch. Ich wende mich einfach schon mal. Da ist sie her. Was ist da? So, einmal das. Jetzt müssen wir einen Spiegel nehmen. Los, los, los. Nimm den Spiegel, nimm den Spiegel. Ah, hier vorne ist direkt das Fett, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Letzte Mal sein. Oder? Okay. Nimm. Boah, aber das. Das war rechtzeitig. War das eng. Alles klar. Kann er die jetzt futtern? An sich sieht sie ja jetzt gar nicht so schlimm aus wie die anderen. Ich gehe mal dahin. Okay, das kann ich nicht essen. Dann würde ich sagen, müssen wir sie futtern. Ein Albtraum für jeder. Was passiert jetzt? Da bewegt sich jetzt das Auge. Oder werde ich jetzt böse? Okay. Es kann ruhig was passieren. Was passiert jetzt mit mir? Oder was ist passiert?
Kann ich jetzt einfach durchgehen? Werden die direkt alle gefickt? Okay. Was geht jetzt ab mit mir? Da was? Ich wünsche eine gute Nacht. Was geht jetzt ab mit mir? Mit unserem kleinen Männchen hier. Wir sind ja der richtige Motherfucker geworden. Ah, das bewegende Auge. Sind wir jetzt am Ende? Es sieht aus, als würden wir jetzt zu einem Ausgang gehen. Ein Ausgang. Ja, es war auf jeden Fall eine Episode, die wir jetzt fertig gespielt haben. Wenn es jetzt nicht das Ende ist, wird es noch eine Episode geben, noch eine weitere. Ich müsste übrigens immer noch W drücken. Oder? Ja. Ich glaube zumindest. Hey, jetzt komme ich wieder runter. Nee, doch nicht. Das war das Ende. Tatsache. Tatsache. Boah, das hat mich jetzt auch ohne Scheiß. Das Ende war jetzt wirklich wow. Ich mache ja mal gerne so ein Fazit hinterher für mich. Nee, ich fand das Spiel super. Aus meiner Sicht fand ich das wirklich sehr gut gemacht, sehr klasse gemacht. Gut, die Masken bei den Köchen, die hätten sie vielleicht ein bisschen angepasst. Also man sah, dass da so eine Maske einfach drüber war, mit so einem normalen Kopf oder sowas. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir so viel mit dem Typen mit den langen Armen gemacht hatten. Und wenig mit den Köchen. Und noch weniger mit dem Rest. Ich dachte, eventuell kommt da noch irgendwie einer, der so Zimmerservice technisch oder sowas. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr mit der Frau zu tun haben. Aber an sich ein super Spiel. Das waren jetzt 10 Folgen. Müssten, glaube ich, 10 Folgen gewesen sein, ne? Ja, 10 Folgen sind ungefähr knapp 5 Stunden jetzt gewesen. Und ich sag mal so. Top-Spiel. Top-Spiel, finde ich super, kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt gerade ist. Dann würde ich auch sagen, ob das für das Geld sich gelohnt hat. Es hat sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mitzuspielen. Auch wenn ich so an den einen oder anderen Punkten echt zigtausend Versuche gebracht habe. Aber an sich fand ich das Spiel echt toll, top, super gemacht. Und ja. Für den einen oder anderen wünsche ich schöne Träume mit den Typen. Wenn man sich so die eine oder andere Sache, die man da gemacht hat, vorstellt. Was ich jetzt am Ende ziemlich krass fand, dass wir wirklich zum Badass-Motherfucker geworden sind. Und gerade einmal alle Gäste, die uns im Weg standen, einmal weggemurkst haben. Und das fand ich so ein bisschen komisch, war aber eigentlich passend für den Titel. Also ich hätte mir jetzt nichts so vorgestellt wie ängstlich weglaufen, da wir ja schon vorher einen von diesen kleinen laufenden Pilzen da gefuttert hatten. Einen von den Dingern. Ich weiß immer noch nicht, was das für Viecher sind. Ich weiß gar nicht, das Spiel kam aber auch ohne viel Quasseln und viel Dingens aus. Also ohne jetzt irgendwie zu schreiben, ja, du musst jetzt das und das machen. Was ich bei Spielen generell super finde. Dass die einfach nur so einen spielen lassen. Also, du wirst da hingesetzt und du sollst einfach machen. Du sollst nicht lesen, sondern du sollst machen.
finde ich super bei dem Spiel. Und ich habe auch noch ein anderes Spiel in Aussicht, das wird auf jeden Fall auch noch kommen, irgendwann in der nächsten Zeit. Ich habe es leider noch nicht, ich muss es mir also noch besorgen. Ist auch so ein kleines Spiel, das wird ungefähr genauso irgendwie 10 Folgen oder so wahrscheinlich haben. 8 bis 10 Folgen gehe ich mal stark von aus. Auch ein bisschen Rätselspiel, aber nichts mit Horror. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber für dieses Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde es eventuell, wenn ich es nicht aus den Augen verlieren werde ich es wahrscheinlich auch mal so nochmal in so 1-2 Jahren rein darin. Einfach nochmal komplett durchspielen, nochmal einfach, weil es Spaß gemacht hat, so einfach nur mal nebenbei. Eventuell könnte man es auch zum Horror, zum Halloween-Special einfach mal spielen. Es ist halt mal ein Titel, den nicht jeder kennt und oder nicht jeder mehr so vor Augen hat wie andere Horrortitel. Dementsprechend, da könnte ich mir das auch gut vorstellen, das Ganze nochmal zu spielen. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auf jeden Fall nochmal sehen würdet. Da ich das Spiel halt ja schon kenne, dementsprechend würde ich dann vielleicht jemand anderen spielen lassen, wenn jemand anderes dann da sein sollte. Aber bis dahin würde ich sagen, von meiner Seite aus war es das. Ich lasse einmal den Screen hier weiter, ja, ne, den Abspann einfach weiterlaufen. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall bei allen. Ganz schön viele mit M, also namenstechnisch. Dementsprechend macht es gut, Leute, aus meiner Sicht. Bis zu einem weiteren neuen Let's Play. Und das war's mit Little Nightmares. Bye.